Hallo Freunde der Nacht, weiter geht's mit Dodelwar V. In der letzten Folge Ich lasse Blut fließen, um haben meine Stärke zu wir beweisen. die gegnerischen Truppen hier zurückgeschlagen. Kurz vor unserer Goldsiedlung. Da hatten wir ja die Befürchtung, dass sie die Goldsiedlung platt machen. Aber hatten sie, glaube ich, doch noch nicht ganz. Ist eine Weile her, wo ich es gezockt habe, ich gebe es ehrlich zu. Aber wir konnten sie auf jeden Fall zurückschlagen und unsere Invasion hier von Zor mit der anderen, mit unserer zweiten Armee, läuft bisher ganz gut. Wir waren uns halt noch nicht ganz im Klaren darüber, was wir hier machen wollen. Wie die weitere Vorgehensweise sein werden wird. Ob wir jetzt die Belagerung schon durchziehen, also den Angriff auf die Hauptstadt Zors, oder ob wir nochmal ein bisschen warten. Die Gefahr besteht halt, wie ich es in der letzten Folge auch schon ausgeführt Nur Narren habe, stellen meine Ansprüche in dass sie mit Frage. einer neuen Armee hier ankommen. Mal schauen. Ich habe mich schlussendlich immer noch nicht durchringen können, was wir machen. Ob wir halt jetzt angreifen oder dann später. Seti ist resolut geworden, das ist sehr gut. Bewegung auf Land plus 15% und Bewegung auf See 15%. Die Scheklech sind. Haben wir angetroffen? Wo haben wir denn die Scheklech angetroffen? Das ist eins der Seevölker. Ich hoffe bloß, dass sie wegbleiben hier von unseren Gebieten. Können wir jetzt überhaupt nicht gebrauchen, dass Seevölker bei uns hier einmarschieren. Und wir haben den Erlass verabschiedet. Ach so, ja, weil die ja eine. Hier eine Siedlung, eine Provinzregion erobert haben. Alles klar. Was wir jetzt noch machen werden, ist uns hier um die Erinnerung kümmern. Hofaktion ist verfügbar. Lasst euch nicht von meiner majestätischen Erhabenheit ablenken. Hier noch ein Erledigt bisschen eure Pflichten. Tratschen. Siedlungsverbesserung in Bar verfügbar. Auch logisch, weil da sind ja einige Gebäude kaputt gegangen. Steine haben wir im Moment ausreichend, Holz auch. Ja, dann gehen wir auf Stufe 3. Das müssen wir alles wieder aufbauen hier. Das ist halt so richtig ärgerlich. Aber nützt alles nichts. Zwei Plätze haben wir noch frei. Ich glaube, das hat man auch noch mit dabei. Naja. Aber da fehlt es uns halt jetzt hier an Arbeiterschaft. Da müssen wir ein bisschen Arbeiterschaft sparen. Hier oben brauchen wir ja nochmal 5 Arbeiterschaft. Das dauert jetzt einen Moment, bis wir das alles zusammen haben. Shen Met Min, das ist das hier. Arshet Aton. Hat man 4 Arbeiterschaft zusammen. Was wollten wir hier noch bauen? Irgendwelche großen Gebäude noch. Also das hatten wir, den Großtempel. Tempel des Aton. Scheibenkleister, ich weiß es nicht mehr, Leute. Wir hatten das. Ich weiß noch, dass wir uns ausführlich damit beschäftigt hatten. Aber was wollten wir hier dazu bauen? Was würde am meisten noch Sinn machen? 3 Plätze haben wir theoretisch noch frei. Achso, schaut mal hier oben. Ja, die großen Archive. Brauchen wir auf jeden Fall. Aber dazu müssen wir erstmal den Palast des Wesirs bauen noch. Das haben wir auch noch nicht gebaut. Und ein Monument der Herrlichkeit wollten wir, glaube ich, auch noch bauen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen Arbeiterschaft sparen, um den Palast des Wesirs zu bauen. Außenpostenbau ist möglich in Zor, da halten wir uns noch zurück, weil der Krieg tobt ja hier noch. Und Generäle können wir bewegen. Ich fürchte nichts. Würde den jetzt. Na doch, wir könnten ihn bewegen. Wenigstens nach Bar runter. Rekrutieren. Schwäche wird nicht geduldet. Können wir hier überhaupt nichts? Ach, wir sind schon ein Stück zu weit. Was heißt zu weit? Aber wir sind halt hier in dem Gebiet, wo wir keine militärischen Rekrutierungsgebäude haben.
Spezialrekrutierung könnte man. Aber die können wir auch, glaube ich, im Ausland machen. Wir haben ein bisschen Beweis verschwendet. Eure Stärke im Kampf. Weil wir haben unten beim Seti auch schon Truppen verloren. Zum Anführer geboren. Es wird erst noch gebaut. Ich hatte mich gerade gewundert, warum wir hier stets Verschleiß bekommen, aber das muss erst noch gebaut werden. Und dann müssen wir halt jetzt erstmal ohne rekrutieren. Also ich würde ganz gern normalerweise, wenn wir hier gute Einheiten rekrutieren könnten, würde ich hier noch Einheiten rein rekrutieren, aber wir können es im Moment schlecht. Und jetzt noch einen dritten General ranholen, muss auch nicht sein, meines Erachtens. Dann marschieren wir erstmal noch weiter gen Süden. Vielleicht braucht ja Seti noch unsere Unterstützung im Krieg. Was natürlich auch passieren kann, dass Sor wieder hier durch das andere Gebiet durchmarschiert. Zurück in die Zivilisation. Und uns dann nochmal auf den Zeiger geht. Schrein des Aton. Im Namen der Pflicht. Könnten wir auch nochmal besuchen, aber wir bleiben erstmal hier, um die Armee noch weiter aufzufüllen mit Truppen. Ich bringe euch alle auf Linie. Und dann würde ich sagen, ja, eigentlich wollte ich noch Gold umtauschen in Nahrung. Damit man, also perspektivisch müssen wir ja auch noch eine dritte Armee uns ranholen. Beißt die Maus keinen Faden ab, da kommen wir nicht umhin. Bronze brauchen wir selbst, da haben wir im Moment gerade nicht viel, also jedenfalls der Zuwachs ist nicht viel, aber das liegt daran, weil Bar halt mal kurz den Besitzer gewechselt hatte. Steine könnte man tauschen und das Gold, da braucht man über 3000, also um halt dieses Teil da in Ashed Aton zu bauen, ihr wisst schon. Ein bisschen Steine gegen Nahrung, komm. Gibt's jemanden, der genügend Steine hat? Ne, wartet mal, andersrum. Wir wollen ja Steine geben. Wir brauchen jemanden, der genügend Nahrung hat und dafür Steine benötigt. Ja, klasse, gibt's natürlich keinen. Wem gibt's denn der? Wir beide sind stolze Söhne, Ege. Ups. Wartet. Also, das sind die Leute, die genügend Nahrung haben. Nubet, Nebai. Ah ne, die haben kein Interesse an Steinen. Was ist denn mit die Ramses? Die Zukunft Ägyptens. Der hat genügend Nahrung und genügend Steine. Das ist wirklich nicht so einfach. Also genau das, was wir eigentlich tauschen wollten. Wir beugen uns nicht länger. Haben die Sohn alle genügend. Der Sande. Ich werde meine Heimat verteidigen. Die könnten wir vielleicht zum Sohn Handel bewegen. Ich bleibe standhaft. Ihr seid nicht unser Prinz. Tauschabkommen. Wir geben euch Steine, Krusch 300, nein, nicht 1300, 200 Steine und ihr gebt uns, ich sag mal 500 Nahrung. Und das würde sogar gehen. Das Ganze über 10 Runden machen die sogar mit. Bestätigen wir mal. Es muss getan werden. Werden können noch ein bisschen was mehr rausschlagen. 0,2 Zufriedenheit so war noch auf unserer Seite in dem Gewalt. In der Verhandlung da. Aber so ist auch okay. Ja, und jetzt ich sind wir hier. Blut sehen. Ich sag mal so, wenn die jetzt eine Armee rekrutieren, sind die noch nicht instant hier oben. Deshalb gehen wir das Risiko ein und werden noch weiter belagern. Denn wir wollten ja hier diesen
Durchbruch wenigstens noch haben. Also so ist das Kräfteverhältnis, ich sag mal 70 zu 30 für uns. Wir werden sehen, wie es dann in der nächsten Runde ausschaut. Runde beenden. Die Tausret will Nahrung. Gibt uns dafür Steine und Holz. Das lehnen wir mal ab. Tut uns leid, werte Frau Gemahlin, aber wir brauchen die Nahrung selber. Auch wenn du uns Hause überlegen bist. Aber sie ist im Bürgerkrieg, also sie ist ja unsere Pharaonin. Kann man nicht vorstellen. Also ich hoffe, dass sie uns nicht angreift. Wir dürfen halt nicht vergessen, das ist legendär. Da kann auch mal sowas passieren. Dass er die werte Gemahlin in den Rücken fällt. Wir hoffen es aber mal nicht. Eigentlich können wir beschleunigen. Ah, die Sauti. Die wollen uns auch Steine geben. Nee. Wir brauchen die Nahrung selbst für eine dritte, perspektivisch für eine dritte Armee. Oh, Shacklash. Na, es war so klar. Die sind echt bei uns ins Gebiet gerannt. Oh, ich krieg die Motten. Habt ihr es gesehen? Wir haben noch drüber sinniert. Oh. Ich lasse mich nicht in Ketten legen. Hier hat sich nichts getan. Wir können aber mal nachschauen, was die Saw jetzt für einen Stärkerang haben. 44. Die eine Armee sollte eigentlich damit fertig werden. Hoffen wir mal. Aber Dibble Double Door, Ägypten, wie man so schön Führung sagt bei uns hier in Sachsen. Lasst uns beginnen. Wir tratschen nochmal ein bisschen. Ehrgeiz und gute Manieren. Sehr ägyptisch. Und dann werden wir uns um die Ereignisse kümmern. Musterungshalle ist abgeschlossen. Und eine Stadtwache ebenso. Oh, eine Ressource wurde aufgebraucht. Den Hardai. Die Steinressource. Ja, dann ist es halt so. Und schaut mal, schon machen wir bedeutend weniger an Steinen. Das ist heftig. Alles entspringt aus Konflikten. Können wir Sachen verbessern? Oh, so wie es aussieht, ist diese Goldstadt doch geplündert worden, oder? Hm. Oh mein Gott. Wir müssen das natürlich so schnell es geht erhöhen. Ach, du grüne Neune, Mann. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Hatte gedacht, dass wir da noch davon gekommen sind, aber anscheinend nicht. Mist. Haben wir jetzt hier 5 Arbeiterschaft zusammen? Nein, haben wir noch nicht. Hier warten wir noch mit dem Bau. Somit können wir uns jetzt um die Generäle kümmern. Bereit für den Kampf. Wie wir hier oben sehen. Also wir werden mit Stellung Marsch arbeiten. Uns steht ein langer Marsch bevor. Und die Armee nach oben schicken. Für den Ruhm des Pharaos. Es nützt alles nichts. Gefällt mir nicht, aber wir müssen. Wo immer ich gebraucht werde. Kommt natürlich auch wieder ordentlich Verschleiß, aber was soll's. Die Armee ist hier zu gefährlich. Ein Räuber verbeugt sich könnten vor niemandem. Könnten Hardai sogar erreichen. Ach, Mann.
Was? Nee, wollen wir lieber verwenden. Dann kümmern wir uns jetzt hier unten. Schlagt sie in Stücke! Um die Schlacht. Weidet sie aus! Ja. Das ist eigentlich eindeutig. Ich würde normalerweise davon absehen, das selbst zu machen, aber wir wollen uns mal die Auswirkungen dieser Sache hier, dieser Belagerungstechnik Mauer untergraben anschauen. Deshalb führen wir das Gefecht selbst. Krieg ist stets unumgänglich. Es würde sogar ein entscheidender Sieg werden, aber ich will das mal mir anschauen und ihr sicherlich wollt das auch sehen, was das genau für Auswirkungen hat. Diese Mauerdurchbrüche. Bin ich mal gespannt, ob ich gespannt bin. Können wir die denn überhaupt selber uns aussuchen oder sind die schon gemacht? Gleich werden wir es erfahren. Keine nachteiligen Effekte. Wir wollen schon die eingeschränkte Sicht. Hat nicht funktioniert. Bluthitze wollen wir auf keinen Fall, deshalb entsenden wir jetzt unsere Truppen. Wo sind jetzt die Mauerdurchbrüche? Wartet. So, noch sehe ich keine. Ehrlich gesagt. Hä? Hey. Kann ja nicht sein. Werden die doch mit drin? Oder sind die nur angekratzt? Aber hier steht überall unzerstört. Ist da irgendwas schief gelaufen? Au, nein, ich nehme alles zurück. Hier ist ein Mauerdurchbruch. Ein einziger, oder? Das müsste irgendwie besser dargestellt sein. So, einen einzigen Mauerdurchbruch hat man dann für so viel Arbeitsaufwand bei der Belagerung. Dann werden wir unsere gesamten Bogenschütze, also die die Streitwagenbogenschützen. Ups. Sie sind umzingelt! Hab ich irgendwas Falsches gedrückt? Nö. Werden wir dann zu diesem Mauerdurchbruch navigieren? Dahin. Dann könnt ihr so schnell es geht da durchrennen. Und aber natürlich auch noch Fußvolk. Wartet. Wir werden. Ich kenne keine Furcht. Jetzt haben wir die noch mit angewählt. Fahr bereit. Geht mal ein bisschen weiter hinten. Warum stellen Sie sich euch positionieren? Vergieß Blut. Axtkrieger. Das als vierte Einheit deklarieren. Und dann haben wir noch den Rambock. Oh, das sind aber wenig Leute drin. Und hier der Belagerungsturm.
greifen wir wieder von drei Seiten aus an. Sie können sich nicht für immer verstecken. Machen wir es so, hä, Leute? Was denkt ihr? Ich sag mal ja. Das wird noch die erste Truppe und das wird hier die zweite. Auf geht's. Ich werde alle abschlachten. Starten wir. Stärke ist Macht. Wir haben hier die meisten Truppen zusammengezogen, war vorherzusehen. Marschiert mal los. Und ihr werdet hier die Stellung dahinter versuchen zu halten. Nicht zu halten, sondern weiter mit den Pfeilen da halt die Gegner bearbeiten. Aber wartet einfach mal, ihr seid sonst zu schnell. Aber das geht nicht nach hinten los. Haben wir uns zu sehr auf diese Mauerdurchbrüche verlassen. Ich habe mir eingebildet, dass es drei Mauerdurchbrüche gewesen wären, aber es ist halt nur ein einziger. Warum lauft ihr eigentlich so langsam? Ja, nicht Rückzug. Hier. Einheitengeschwindigkeit, los! Macht Betrieb! Streitwagenlenker, los! Wir marschieren! Schon in Reichweite hier. Pfeile, los! Der gegnerischen Bogenschützen. Rein jetzt mit euch. Schöne Ägyptens! So und die zu entkommen. Kämpft für Ägypten! Tatsächlich. Gebt niemals auf! Vorwärts. Axtkrieger! Infanterie unterwegs! Greift die dort mal an und ihr kommt, versucht hier durchzukommen. Vorwärts. Axtkrieger! Stärke ist Macht! Erledigt sie! Zerquetscht sie! Stets bereit! Wir wissen schon, warum die hier die Sperrkämpfer hingeschickt haben, wegen unseren Streitwagen. Sind noch nicht durchgebrochen. Torschaden ist 80%. Jetzt sind sie durchgebrochen. Vorwärts. Und ihr rennt ebenfalls jetzt da durch. Zusammen mit eurem Anführer. Wie sieht es hier aus? Hier ist auch alles da. Ja. Dann hoch mit euch. Kommt die Schlacht. Stets bereit. Beim Mauerdurchbruch.
Schlag hart zu! Wir müssen das Plänkeln ist ausgeschaltet, okay. Versucht mal an den vorbeizureiten. Vorwärts, schnell! Ihr werdet sterben! Das sah auch ein bisschen gediegener, komisch aus, wie die hier durchgeflutscht sind. Es läuft nicht so gut, wie ich mir das erhofft habe, ehrlich gesagt. Wir werden durch sie durchfahren. Für ewigen Ruhm. Die Niederlage erwartet euch. Wie sieht's hier aus? Hier sind wir durchgebrochen. Sehr schön. Brecht sie! Schwertkämpfer! Geboren, um zu herrschen. Steht nicht hier draußen vor dem Tor und lasst euch massakrieren. Rennt rein. Meine Güte. Axtkrieger! Stärke ist Macht. Vergießt Blut! Erledigt sie! Schneller, ihr Hunde! Wo rennt ihr lang? Ihr solltet hier hingehen. Ohne Worte. Marschieren schneller! Axtkrieger! Ihr werdet sterben! Ich verschwinde von hier! Axtkrieger! Das ist noch nicht gewonnen, Leute. Hierfür werde ich nicht sterben. Wir klemmen hier komplett fest. Schlag hart zu! Die Speerkämpfer sind aber geschlagen. Ägyptische Streitwagen. Ja, und die Speerkämpfer werden auch gleich fallen. Brecht sie! Alles klar. Also am Mauerbruch, Durchbruch sind wir durch. Und hier am Tor sind wir auch durch. Aber sie haben halt hier noch ein paar Truppen. Da wurde unsere eine Armee oder eine Einheit aufgerieben. Das war auch gar nicht so geplant, ehrlich gesagt. Blut der Pharaonen. Die drei Einheiten, die drei Axtkämpfer, die dort kämpfen sollten und die Mauer erklimmen sollten über den Belagerungsturm, sind warum auch immer hier rumgerannt. Aber so ist es halt manchmal. Ja, die Axtkämpfer sind nicht mal anwählbar, weil die halt durchdrehen außer Kontrolle. Schwertkämpfer! Ins Gemetzel! Infanterie in Bewegung! Die Verluste sind enorm. Schießt sie ab! Wagenlenker! Geht doch mal aus den Clinch da raus. Mensch, ist es so schwer. Axtkrieger! Eigentlich kann es doch nicht so schwer sein, oder? Er flieht. Der gegnerische General flieht. Wir werden die Schlacht jetzt noch zu Ende führen, auch wenn die Zeit schon wieder um ist hier von der Folge. Aber das wollen wir mal jetzt noch beenden hier. Plänkel-Modus mal ausschalten. Axtkrieger! Gib niemals auf! In den Kampf! Prinz von Ägypten! Der rennt nicht in die Sperrkämpfer rein! Schneller! Oh! Da musst du aufpassen, ey. Für ewigen Ruhm! Gut.
Streitwagen sind durch. Lenkelmodus anschalten. Schalten Lenkelmodus aus. Dann schießt ihr mal auf die. Schwertkämpfer. Und ihr rennt da in die rein. Fahrbereit. Schießt ihr auch? Ja. Sind schon auf der Flucht. Wir marschieren. Versucht denen mal in den Rücken zu fallen und ihr rennt denen Zeit hinterher her. Ich will töten. Ausrücken! Das Blut leitet mich. Axtkrieger! Was für ein Hauen und Stechen, Mann. Übel. Zerquetscht sie! Ja, dann zerquetscht sie doch auch mal. Quatsch nicht bloß. Vergießt Blut! Axtkrieger! Ja, die Verluste sind exorbitant. Ägyptische Streitwagen! Greift sie aus der Ferne an! Hier ist noch eine komplette Axtkämpfereinheit der Gegner. Was mit dem Hauptturm hier? Ja, der nimmt jetzt nämlich hier schon ordentlich unter Feuer. Den sollten wir so schnell es geht versuchen zu erobern. Das ist übelst nervig, dass die andauernd hier in Enrage-Modus verfallen. Wir haben hier nur die Schwertkämpfer zur Verfügung, die wir jetzt bewegen können. Das können wir echt noch verlieren, Leute. Ihr rennt mal doch noch da noch mit hoch. Und ihr ebenso. Ah, Gefecht beenden. Sieg. Entscheidender Sieg. Ich hätte gedacht, das wäre mieser. Aber anscheinend war es doch nicht so mies. Wir haben 400 Mann verloren. Die Gegner über 600. Aber das Gute ist, wir haben keine einzige Einheit komplett verloren. Das ist wahre Überlegenheit. Oh, doch. Zwei Einheiten haben wir komplett verloren. Scheibenglaster. Wir besetzen die Siedlung natürlich. Alles hier gehört mir. Provinzhauptstadt. Meine Kraft wächst stetig. Besetzt. Wenn ich Pharao bin, weise ich alle in die Schranken. Jetzt können wir ein paar neue Einheiten rekrutieren. Die scheinen. Oh, Shepesh-Krieger. Was haben die denn hier schon gebaut? So. Das hier haben die gebaut. Rekrutierungszentrum für Einheimische. Genau. 95 Rüstung haben die. Da können wir aber ordentlich unsere Truppen auffüllen. Das ist nicht schlecht. Kronprinz Seti. Sehr gut. Das machen wir, Leute, aber alles in Ruhe in der nächsten Folge. Ah. Erstmal den Sieg genießen. Haben doch alles richtig gemacht. Oh, und Seti ist auch in Rang gestiegen. Wunderbar. Da können wir ihn verbessern. Befördern. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Freunde Nacht, das war's für diese Folge. Denkt dran, Däumchen oben, was in die Kommentare und ganz, ganz wichtig, lasst ein Abo da, damit euch kein Video entgeht und ihr mich nach guten Kräften und gut Dünken unterstützen könnt. Jawohl, danke dafür natürlich auch an alle, die hier dem Kanal die Treue halten und die schon so lange dabei sind.
danke dafür. Danke fürs Abo und wir sehen uns morgen wieder. Wie oft will ich noch uns sagen? Keine Ahnung. Ciao, ciao, bis morgen.